Heyo Leute, hier ist euer Soulcruiser mit einer Runde StarCraft 2. Das Spiel war jetzt im Black Friday Sale drin gewesen bei Blizzard selber, also im Battle.net Shop. Und ja, da habe ich mir halt mal StarCraft 2 gegönnt mit Add-on, also mit dem ersten Add-on, Heart of the Swarm. Die Protoss-Kampagne kann noch ein bisschen warten. So, und dann dachte ich mir, ich zeige euch mal ein bisschen was davon. Und ja, ich habe im Moment Hintergrundpause, weil die ganze Zeit im Tutorial der Typ am Sabbeln ist. Der nervt dann gerade, weil er mir immer reingequasselt hat. Ja, und ich dachte mir einfach mal, ja, bei mir gibt es immer Rennspiele, Simulatoren und so. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was an Strategiespiel. StarCraft habe ich schon Teil 1 richtig gesuchtet. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, wir spielen jetzt nur das Tutorial. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt Lust, hier die dicken, fetten Multiplayer-Matches zu machen. Man kann ja hier auch in der Liga aufsteigen und so. Da habe ich momentan gar nicht die Zeit für und den Bedarf danach. Wir spielen ein bisschen jetzt Tutorial und wie gesagt, je nachdem, wie ihr Bock drauf habt, reinschreiben in die Kommentare, bewerten und so. Dann werde ich ein bisschen Kampagne spielen. Ich würde dann sagen, wir fangen dann mit den Terranern halt ein bisschen Kampagne so an. Gehen dann vielleicht zu den Zergs weiter. Und wenn das hier wirklich gut läuft und ihr das sehen wollt, werde ich mir auch die dritte Kampagne dann zulegen. So, dann werden wir jetzt mal zurück zum Spiel gehen, damit der Typ auch wieder sabbeln kann. Wir sollten hier gerade WBFs bauen. Das mache ich hier gerade. Und als Aufgabe ist, dass wir 12 arbeiten lassen sollen. So, wir haben jetzt 10 am Start. Hier draußen ist nichts umsonst. Jede Einheit in der Basis kostet uns eine gewisse Menge Vorräte. I know that. Das Versorgung. Am oberen rechten Bildschirmrand sehen Sie, wie viel der verfügbaren Versorgung derzeit beansprucht wird. Ja. Einmal am Maximum können wir niemanden mehr ausbilden. Die gute Nachricht ist, WBFs können Versorgungsdepots bauen, die unsere Kapazitäten erhöhen. Zeig mir das. Geben Sie einem WBF den Befehl zum Bau eines Versorgungsdepots. So. Dann bauen wir mal. Und bauen das dahin, wo er möchte. Alles klar, das ist erstmal beschäftigt, bis das Depot steht. Danach können Sie ihm neue Anweisungen geben. Kannst du ja hier helfen. Geht doch viel schneller. Das sagen die nicht, ne? So, ey, schick da noch einen hin und, ne, der hilft gar nicht, oder? Okay, geht hier gar nicht. Tja, bei Teil 1 ging das. So, jetzt können wir 19 Einheiten. Bauen wir noch einen. Wie findet ihr eigentlich mit der Facecam, dass sie unten in der Leiste drin ist? Ich finde das cool. So stört ihr nicht irgendwo, ihr habt das volle Bild. Na also, mehr WBFs brauchen wir nicht. Als nächstes brauchen wir eine Kaserne, um unsere Truppen auszubilden. Wählen Sie ein WBF aus und geben Sie den Befehl zum Bau. So, warum geht denn jetzt hier schon wieder Musik? Ich habe doch gesagt, aus. So. Okay, Musik ist aus. So, ein WBF nehmen, Baumenü, Kaserne bauen. Ja, ich platziere die da, wo du wieder saß. Das soll uns noch was sein. Ja, die Grafik habe ich auf volle Pulle stehen. Ihr habt bestimmt öfter mal, wenn ihr euch für StarCraft interessiert, vielleicht mal einen Stream oder so gesehen. Und die spielen wirklich mit einer Scheiß-Grafik. Und warum spielen die mit einer Scheiß-Grafik? Weil du einfach, je schlechter du natürlich die Grafik einstellst und je weniger Details, desto mehr Frames per Second bietet das Spiel und gerade im Multiplayer, wenn ihr da manchmal seht, wie schnell die Leute sind, die brauchen jeden Frame, um schneller zu sein. So, Space Marines bauen. Wir brauchen 5 von ihnen, bevor wir ausrücken können. Ihre Zielvorgabe wurde aktualisiert, damit sie auf dem neuesten Stand sind. So, da möchte ich die da hinlaufen. Das ist halt ziemlich genauso wie damals Teil 1. Sieht halt nur cooler aus. Ihr könnt auch schön nah ran. Die Grafik ist echt geil. Gefällt mir soweit auf jeden Fall. Kann's kaum noch erwarten, sagt er. So, da seht ihr auch immer den Fortschrittsbalken. Noch 2 Stück kommen. Die bauen fleißig ab. Ressourcen haben wir ja genug, um Sachen zu bauen. Da kommt noch einer und dann geht es vorerst mal in kleinen Krieg oder so. Keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich habe in das Spiel noch nie wirklich reingeguckt. Ich habe halt öfters mal einen Stream gesehen. Fallen Sie ruckzuck die Leiter rauf. Dann schicken wir die Space Marines mal los. Genau. Wird Zeit, wo jetzt nach hin? Den vermissten Wissenschaftlern zu suchen. Sekunde, Commander. Ich empfange gerade Daten von unserer Scannersuche.
Zerg. Sie hat Zerg-Biosignaturen in dem Gebiet festgestellt. Da sollten wir äußerste Vorsicht walten lassen. Nutzen Sie Ihren Angriffsbefehl, während die Space Marines unterwegs sind. Dann können Sie notfalls auf Feindfeuer reagieren. Ja, machen wir das. So, wenn wir mal ein bisschen die Zerklinge hier vernichten. Gut aus. Oh, da sind noch mehr. Splatter, Splatter. Sehr nice. Ich weiß gar nicht, wie steht ihr so auf Strategie-Games? Also, bei mir gibt es halt immer, ich habe damals zwei Arten gespielt. Ich habe damals Command & Conquer gespielt und StarCraft. Ich habe jetzt nie wirklich die anderen ganzen Kriegsspiele gezockt oder Strategie-Kriegsspiele, die es gab, sondern wirklich dann Command & Conquer oder halt in Future-Style StarCraft. Ich verständige besser mal Warcraft habe ich gespielt. Halten Sie die Stellung und warten Sie auf weitere Anweisungen. So, Stellung halten. Machen wir. Gut, jetzt im Moment bei dem Bild passt natürlich meine Cam nicht so wirklich, aber ja, mein Gott. Ebene 1, das war genau, dann jetzt haben wir 2 gemacht und jetzt spielen wir Ebene 3 vom Tutorial. Verseuchung, ja, wir spielen das komplette Tutorial durch. Hui! Ein neuer Diener. Ich bin deine Brutmutter. Okay. Du wirst mir bis in den Tod dienen. Zuallererst wirst du die Terraner für ihre Einmischung auf diesem Planeten leiden lassen. Ich werde bald mit Verstärkung zu dir stoßen. Bereite diesen Schwarmcluster auf meine Ankunft vor. Wir spielen jetzt die Zerg. Sie erzeugt automatisch und regelmäßig neue Larven, die wir dann zu nützlicheren Formen morphen können. Deine Versorgung stößt an ihre Grenzen. Daher kann der Schwarm nicht weiter wachsen. Ja, solange dein Schwarm sich vergrößert, musst du auch weiterhin Overlords morphen, um die Versorgung zu erhöhen. Finde ich irgendwie cool, dass man direkt im Tutorial erst die Terraner spielen soll und jetzt direkt die Zerg. Morphen sie zu Drohnen und wir werden den Schwarmcluster wachsen lassen. Du hast jetzt 2 Larven ausgewählt. Klicke 2-mal auf die Schaltfläche. Gut. Drohnen bauen je nach Bedarf Ressourcen ab oder mutieren zu Gebäuden. Okay. Aber erstmal brauchen wir Arbeiter. Mehr Arbeiter. Für die Eroberung dieses Planeten okay. Wirst du eine Armee benötigen. Brutschleimpool. Um diese Krieg zu erschaffen, ist ein Brutschleimpool nötig. Befehle jetzt einer Drohne, dazu zu mutieren. Okay. Laufen wir hier hin. Ja, der sagt ja eben, ich soll hier da hin. Okay, machen wir da. Wenn du eine Drohne zu einem Gebäude mutierst, kann dieser Prozess nicht umgekehrt werden. Du solltest mehr Drohnen erschaffen, um diesen Verlust auszugleichen. Kriegen wir hin, machen wir mehr Drohnen. Werden die hier zu einem Gebäude mutiert? Zergs A wäre eklig. Schleimpool wirkt giftig und übelriechend. Ausgezeichnet. Morphe jetzt deine Larven zu Zerglingen. So, genau. Jetzt kann ich die, die ich habe, zu Zerglingen morphen lassen. Wie viele Zerglinge soll ich machen? 6 Stück. Jede Larve teilt sich in 2 Zerglinge. Ihre Stärke liegt in ihrer Anzahl. Wir brauchen mehr Overlords. Mehr Overlords, okay. Ja, ich bin schon dabei. Jetzt werde ich dir zeigen, wie du höher entwickelte Diener erschaffen kannst. Oh, höher entwickelte Diener? Doch Vespin-Gas. In der Nähe gibt es einen Vespin-Geysir. Vorzüglich. Zunächst musst du eine Drohne anweisen, auf dem Geysir zu einem Extraktor zu mutieren. Ah, jetzt habe ich ihn erst. So, dann werden wir zum Extraktor. Sobald die Mutation abgeschlossen ist, können andere Drohnen dort Gas fördern.
Ach, dieses Geblubber immer. Blablabla. Aber cool. Die Zerglinge oder die Zergs allgemein sind natürlich eine Rusher-Klasse. Oder ein Rusher-Volk. Du benötigst drei Drohnen am Extraktor. Für machen wir. Effiziente Westfliegengasförderung. Ja. So. Deine Gasvorräte kannst du am oberen rechten Bildschirmrand einsehen. Deine Brut ist immer noch schwach. Eine Schabenhöhle wird dir gestatten, stärkere Kreaturen zu morphen. Okay, kriegen wir hin. Eine Schabenhöhle, die soll da oben hin. Machen wir. Interessant. Dein Verstand entwickelt sich ebenfalls. So, wie sieht das aus? 26 Einheiten können wir bauen. Wir warten jetzt aber mal, bis wir neue Einheiten bauen können. Oder wir machen mal einen Overlord. Fiese Zerglinge. So. Deine Schabenhöhle ist bereit. Du kannst mit der Metamorphose von Schaben beginnen. So. Overlord da oben hin. Und dann machen wir Schaben. Schaben, Schaben, Schaben. So. Schaben wurden zur Schadensabsorption gezüchtet. Ihre Ausdauer wird dir bei der Eroberung dieser Welt gute Dienste leisten. So. Noch eine. Oh, jetzt habe ich vier gebaut. Ui, die sind aber wirklich schon heftig groß. Enttäusche mich nicht. Was haben wir denn da noch dazu? Drück F2, um alle eine Armee auszuwählen. Habe ich. Lass die Terraner vor unserer Macht erzittern. Okay, machen wir Terraner platt. Kämpft härter! Macht ihre Basis dem Erdboden gleich! Hab ich vor. Wo sind sie? Da sind sie. Angriff. Das ist die Basis, die ich vorhin gebaut habe. Sehr nice. Hier ist die 21. Sturmdivision von Taurus 4. Wir werden von Zerg angegriffen. Kommen! Bitte sofortige Evakuierung! Wir benötigen... Und alles darauf für sich beansprucht. Boom! So, Ebene 4 haben wir jetzt geschafft. Und dann würde ich sagen, schieben wir noch schnell Ebene 5 hinterher. Das ist dann die, sind die Protoss. So, jetzt kommen auf gleiche Art und Weise, wo ich mit den Terranern angefangen habe, die Protoss an. Direkt mit Kampfeinheiten, wenn ich das richtig sehe. Diese Koordinaten sind der Ursprung der terranischen Übertragung. Genau. Es scheint, ihre Krieger sind bereits der Verseuchung anheimgefallen. Schenken wir ihren Seelen Frieden. So, hier genau. Jetzt sind die Terraner verseucht worden. Das sieht man hier auch. Guckt mal. Sind halt Terraner, die jetzt mutieren zu Zergs. Und wir werden die mal vernichten. Ja, tötet mich. Kriegen wir hin. Gebäude machen wir noch kaputt. So, die Schilde von den Protoss laden sich auf jeden Fall langsam wieder auf. Das ist halt deren Schutz. Die haben halt Schilde und danach Leben. Die Schilde gehen immer relativ langsam runter, dafür das Leben ein bisschen schneller. Muss man ein bisschen aufpassen. So, wir gehen mal gucken. Da müssen wir hin. Oh, da oben ist aber richtig Party am Start. Meine Befürchtungen bestätigen sich. Diese Welt ist im Untergang geweiht. Ich werde zu ihrer Reinigung die Hilfe der Goldenen Armada benötigen. Okay, Goldene Armada. Wir müssen uns bald mit ihrer schieren Anzahl überrennen. Wir müssen uns zurückziehen. Unsere Hetzer sollten durch ihre Transitfähigkeit in der Lage sein,
So, dann machen wir jetzt hier schnell eine Base. Machen wir. So. Unsere Raubknoten benötigen Pylonen für ihre Energieversorgung. Weiß eine Sonne an, eine Pylonen heranzuwarpen. Ein Pylonen. Dahin. Die Gebäude beim Protoss müssen immer in dem Einzugsbereich stehen von den Pylonen, ansonsten haben die keinen Strom. Genau. Die Arbeiter müssen die Sachen immer nur sagen, hier hin teleportieren, dann können die wieder weg. Das finde ich halt sehr praktisch. Jetzt taucht gleich das Gebäude da auf und die werden aktiviert. Nice. Berserker, okay. Gehen wir hin. Ja, dann mach hin und hol noch mehr Mineralien. Erstmal noch ein paar Drohnen. Die sollen da direkt mitarbeiten. Mein Leben für Ajur. Berserker. Für Artaden. Ich mach mal den Sammelpunkt hier hin. Und hier hin. Mein Leben für Ajur. Mach schnell die Truppe hier verstärken. Was ist euer Begehr? Wir sind die Klingen. Na gut, die haben Sturmangriff und die haben halt den Teleport. Exzellent, wir verfügen jetzt über genug Berserker. Allerdings sind wir ohne Hetzer nicht in der Lage, im bevorstehenden Kampf standzuhalten. Um sie heranzuwarpen, benötigen wir einen Kybernetik-Kern. Gehen wir hin. Werden wir bauen. Ein Kybernetik-Kern. Den soll ich wohin setzen? Da oben. Ausgezeichneter. No, weiter arbeiten. Der Sound immer. So. Das Spiel hat schon wieder so viele Jahre auf dem Buckel, aber das ist einfach Blizzard, ne, Leute. Das Spiel funktioniert halt. Und vortrefflich. Initiere Warp-Sequenzen für die Hetzer an euren Warp-Knoten. Hetzer. Jetzt kriegen wir Hetzer, okay. Wir bauen mal zwei Stück. Und jetzt habe ich außer Overwatch, da fehlt mir halt immer noch der Zugang, leider, habe ich jetzt auch jedes Spiel in meinem Launcher am Start. Und StarCraft, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit StarCraft nicht geholt habe. Ich wollte da eigentlich immer holen und dann habe ich dann immer was anderes genommen. Wir verfügen über genug Hexer, um fortzufahren. Doch es ist nach wie vor äußerste Vorsicht geboten, Brüder. Die Zerg nähern sich unserem Nexus-Punkt. Der Feind bricht durch unsere Linien. Wir müssen durchhalten. Okay, der Kampf geht los. Haltet Stand. Wir können nur von hier kommen. Meine Krieger, eure Tapferkeit hat uns zum Sieg geführt. Die goldene Armada ist eingetroffen. Wo sind sie denn? Okay. Die Sequenz noch an und dann könnte das sein, dass wir das Tutorial schon durch haben. Massenrückruf. Ah, okay. Wir wurden zurückgeportet, weil. Ja. Orbital Strike. Die totale Vernichtung. Ja, die Protoss haben richtig Dampf. Ja, Leute, das war Ebene 4. Ich weiß nicht, ob euch das gefallen hat mit StarCraft. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt was in die Kommis, ob ihr mehr sehen wollt. Und ja, ansonsten bleibt's bei dem angespielt. Und wir sehen uns bei den anderen Projekten. Haut rein, euer Soulcruiser. Tschüss.